Die besten Emoji-Antworten auf Ich liebe dich. Zum Anfang, wenn du nicht weißt, was du davon halten sollst, würde ich diesen Emoji hier empfehlen. Der kommt vielleicht ein bisschen respektlos, aber auch ziemlich solide. Als zweites würde ich diesen Emoji hier empfehlen. Der eignet sich zum Beispiel sehr gut, weil man schon zeigt, dass man erstaunt davon aber ist. Aber es auch nicht übertreiben möchte. Generell ist der eher neutral. Neutral ist der aber nicht. Der kommt ziemlich toxisch, aber auch ziemlich gefährlich, Freunde. Werden wir mal wieder ein bisschen positiv. Der Emoji ist zwar ziemlich respektlos, aber gleichzeitig auch vielleicht gar nicht so fies. Falls ihr was Fieses braucht, würde ich euch den empfehlen. Aber das muss man jetzt nicht weiter erläutern. Der kommt schon ein bisschen gehobener. Und den habe ich zum Beispiel ziemlich oft bekommen. So die klassische Mausefalle, ich wusste gar nicht, dass das existiert. Kommt aber auch ziemlich böse, wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dass die Person das ernst meint. Der Totenkopf ist ein ganz standardklassisches Ding, kann man fast immer verwenden. In dem Fall kommt es auch ziemlich gefährlich. Deutlich gefährlicher kommt es aber mit dem lachenden Emoji. Vor allem der weint einfach noch. Der lohnt sich, wenn du es wirklich gar nicht mehr ernst nimmst. Aber der am Abstand beste Emoji, den man fast immer verwenden kann, ist der Drucker. Warum? Keine Ahnung, habe ich trotzdem reingenommen.